Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, wir sind in Folge 760. Die heutige Folge ist auch für alle die gedacht, die mit der Playstation oder mit der Xbox in LS22 spielen. Für euch sind diese Mods zu bekommen, genauso wie natürlich auch für PC und Mac. Für PC und Mac sind sie dann ja immer zu bekommen. Ja, deswegen, ne, falls sich Leute wundern, was immer diese komischen Kürze sollen, ne, plus XB, plus PS, ne, ja, plus Xbox, plus Playstation halt, dass ihr dann wisst, wenn diese Zeichen mit in meiner Überschrift drin sind oder in der Beschreibung der ne, Folge mit drin sind, dann ist es auch immer für die Konsoleros mit, sonst ist es immer nur eine reine PC-Mac-Variante. So, wir fangen an. Wir stehen beim Krone, und zwar beim Big Pack 1270 VC. Das ist wichtig, der 1290 VC ist nämlich original im Spiel hier mit drin. Die Besonderheit, die wir hier haben, ist, wir haben hier Zusatzbehälter dementsprechend mit da dran. Diese hier sind zum Beispiel zusätzliche Garnrollen, das da oben ist der Seliermitteltank. All solche Sachen sind hier so als Specials dann mit drin. Man kann hier dementsprechend auch eine Runde mal einsteigen. So, da seht ihr es auch schon. Ne, wir können die Ballengröße ändern, je nachdem, was wir denn da haben wollen. Oh, muss erst mal Motor für machen, sorry. Ballengröße ändern, ne, 1,80, 2,20 und 2,40. Ganz normal, klar. Ne? Pickups senden, heben. Wir können natürlich dann hier das Ganze mal eine Runde aufklappen. Da seht ihr selber, da kommen halt dann hinten schön die Ballen raus. Ne? Und ja, mit B machen wir das Ganze an. Wer hätte es gedacht, aber genau so sieht es aus. Ich habe noch ein bisschen Gras dementsprechend liegen. Das sind, seht ihr dementsprechend auch, so funktioniert es. Ne? Ihr seht, ihr seid bei 5.500 Liter ungefähr. Mal gucken. Seid ungefähr bei 1.000 Liter, sind 20%. Da seht ihr das als Beispiel jetzt einfach mal. Das heißt, das sind also die 2,40 Meter sind dann 5000 Liter Varianten. Ja, so sieht das Ganze aus. Gegenüber dem Vorgänger, den es da gegeben hat, hat halt eine bedeutend größere Wickeldichte gehabt, ne? Ballenwickler, und das war halt der erste große Schritt. Ne? Dann diese Zusatzgarngeschichten hier, die wir hier sehen, und auch hier den Seliermitteltank. Ne? Wir haben noch eine Rundumleuchte oben drauf, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Rundumleuchte. Ne, seht ihr hier, da sind noch zwei Rundumleuchten drauf. Also wenn der erstmal schwer im Betrieb ist, dann könnt ihr da richtig loslegen. Ja, und da kommt der Ball. Das ist schon der ganze Trick. So einfach ist es. Ich hüpfe hier mal eine Runde wieder raus. Ich mache die Hilfe mal aus und wir gehen mal eine Runde in den Shop. Und wenn wir in den Shop gehen, dann sehen wir unter... Da müssen wir Ballen pressen, ganz am Ende. Ne? Also da seht ihr, ist der 12,90. Der hier kostet sogar mehr. Warum, weiß ich jetzt nicht, muss ich zugestehen. Wir haben hier Breitreifen-Varianten, der dich draußen auch. Die Zusatzkästen, ne, seht ihr, das sind halt die Zusatzgarnkästen, die wir jetzt setzen können. Die könnt ihr natürlich auch weglassen. Rundumleuchten müsst ihr nicht haben, wenn ihr es nicht wollt. Und der Seliermitteltank, der ist auch zu setzen. Müsst ihr aber auch nicht haben, wenn ihr es nicht wollt. Wie gesagt, 1,80 bis 2,40. Wir brauchen 190 PS, um das Ganze zu betreiben. Und wenn ihr allen drum und dran anschmeißt, sozusagen, und mit allem Zubehör, was es so gibt, dann sind wir bei fast 200.000, die ihr dafür investieren müsst. Nummernschild gibt es natürlich auch noch zum Wechsel. Ja, das war Mod Nummer 1. So einfach ist es. Den Rest hätten wir heute drüben auf dem Platz. Dann hüpfen wir einfach mal rüber und da sehen wir das Ganze auch schon. Da sind wir auch schon angekommen. Und wir fangen mit den beiden Gebäuden hier dementsprechend an. Das ist ein Gebäudeset, das sind zwei Stück. Das eine hier, seht ihr selber, schon texturenmäßig ordentlich gemacht, vernünftig verputzt und vernünftig. Die Steinkante, hier kann man so reingucken. Das hier ist als Bauernhaus, glaube ich, deklariert. Da gibt es ein Zweier-Set von, da seht ihr selber, da ist das zweite Gebäude. Hier geht eine Treppe nach oben ins Nichts. Da hat man vielleicht so ein bisschen die Haustür vergessen, ich bin mir nicht sicher. Sonst wäre es ein ziemlich komischer Blumenständer-Ausstand. Dann hier muss ich sagen, hier hat man das gleiche rangebaut, da ist die Haustür. Warum man die Treppe hier dann nochmal gesetzt hat, weiß ich nicht, also... Weiß nicht, ob das bei irgendjemand üblich ist. Ihr könnt ja gerne mal gucken. Bei mir wäre es nicht üblich, sagen wir es so. Wenn wir hier gucken, seht ihr selber, kleiner Schrank können wir hier öffnen. Wenn wir hier hochgehen, können wir hier eine Runde, ne, ins Badezimmer gucken. Das ist immer schön, wenn der Besuch kommt, dass er noch sieht, dass man gerade aus der Dusche steigt. Sehr schöne Geschichte. Ne? Schlafen kann man hier auch noch eine Runde. Und wir haben, hier seht ihr selber noch, eine schöne Garagenoption. Da seht ihr es nämlich mit drei Toren aufzumachen. Ein bisschen Deko steht hier noch. Diese aber nehmen sie nicht im Weg. Man sieht hier schön das Gebälk, alles vernünftig gemacht. Und man hat hier an der Seite auch noch Möglichkeit, das Licht anzuschalten. Das ist dann mausgesteuert sozusagen. Da sind das dann diese Kellerleuchten, die ihr da seht. Jede Kellerleuchte hat hier sein eigenes Licht. Also jeder Eingang
jede Einfahrt hat hier sein eigenes kleines Licht. Dann seht ihr auch den Lichtschein. Der ist vielleicht ein bisschen weit und ein bisschen, ne, für die Kellerleuchte, wie ich immer so schön sage. Der Eingang der Treppe hier ist auch ein bisschen fragwürdig und würde keine deutsche Zulassung kriegen, weil die Bodenfläche vor der Treppe ein bisschen klein ist. Und hier wird man sich sämtliche Köpfe verbiegen. Ja, aber wie gesagt, hier oben könntet ihr auch noch irgendwelche Sackgeschichten oder sowas unterbringen oder auch kleinere Ballen, was auch immer, was ihr wollt. Also, das ist schon sehr vielseitig zu nutzen, das Ganze. Und die eigentliche Hausfläche ist gar nicht mal so groß, wie ihr da seht, ne? Also ziemlich kompakt gehalten und ihr habt ziemlich viel unterzukriegen. Wir haben noch eine Bodenplatte, wo das Ganze draufsteht. Die geht von der Höhe her, würde ich sagen. Ne? Dann haben wir hier drüben die Variante 2, nämlich das nächste Gebäude. Da hüpfen wir mal rundüber hin. Da seht ihr selber, hier geht ein Tiermenü auf für einen Stall. Stall mit Scheune und hier gehen 22 Tiere rein. Das hört sich nach einer relativ realistischen Größe an. Ne? Wenn ihr hier dementsprechend guckt, können wir abzählen. Da sind 5 drinne. Da sind 5 drinne. Da sind 6 drinne. Da sind 6 drinne. Passt. Ne? Also hat man selten, dass tatsächlich auch die, ne, die Tiergeschichte hier auch so gemacht ist, dass es auch tatsächlich die Anzahl der Tiere auch zu sehen ist und auch drinne ist. Ne? Hier seht ihr selber, wird der ganze Spaß abgegeben. Es ist halt ein kleiner Schweinestall mit einer Scheunengeschichte. Die ist dann natürlich ähnlich aufgebaut wie das drüben auch. Hier seht ihr dann, hier werden noch Sachen angeliefert, eingelagert. Ne? Und ich weiß nicht, kommen wir hier auch rein oder ist das nur eine Tür? Na, hier können wir auch wieder in den Stall und durchgehen. Also, schöne Geschichte. Was ich vermisse, ist die Leiter hier hoch. Vielleicht habe ich auch irgendwie hier drinnen verpasst. Bin mir nicht sicher. Habe ich hier auf der Außenseite noch was verpasst? Wir gucken nochmal. Nö, auch nichts. Also, wie gesagt, so sieht das dann Ganze aus. Hier hinten haben wir noch eine kleine Tür. Da haben wir noch einen kleinen Extraraum. Da oben ist noch eine Dachbodenluke für den kleinen Dachboden. Und hier haben wir noch mal den Eingang, der ist durchfahrbar hier. Wenn man hier was entladen will, das kann man machen, auf der Seite auch. Man kann in den Zwischenbereiche was stellen und wenn man da oben was rauf haben will, muss man gucken, ob man noch eine Leiter findet oder so. Ne? Aber wie gesagt, auch das ein sehr schönes Gebäude, kann ich auch sagen. Wir marschieren eine Runde weiter und kommen mal zu Siloplatten. Genau, so einfach ist es. Da oben ist ein Knick drin, warum auch immer. Ja, Siloplatte, hier seht ihr selber, so groß ist es halt. Hier ist der Boden dann mal tatsächlich mal passend. Wer hätte das gedacht? Und hier seht ihr einmal die eine Siloplatte, einmal ein alt und so ein bisschen nicht so schön aussehen. Und wenn man sagt, ja, aber ich hätte das gerne, aber auch gerne frisch und neu, dann ja, hier gibt es auch einmal die frisch und neu Variante. Dann seht ihr, da glänzt das dunkel noch, ne? So sieht das aus. Also, wie gesagt, das sind die beiden Varianten hierfür. Die zeige ich jetzt auch zuerst, bevor wir zur letzten Mod kommen. Letzte Mod sind ein paar mehr Teile, deswegen dachte ich mir, das teilen wir mal auf. Wir fangen mal an mit den Siloplatten. Die liegen bei 30.000 und bei 40.000, je nachdem, ob alt oder neu. Und wie ihr seht, müsst ihr aufpassen, dass der Boden auch dementsprechend angepasst ist, dass es auch funktioniert. Ne? Wie da wird es gehen, so wird es scheiß aussehen. So einfach ist es halt. Das sind die beiden Bodenplatten dann und dann die bei den Gebäuden an sich. Bei den Hallen haben wir halt einmal das Farmhaus mit Garage, das liegt bei 50.000. Nummer 1, das geht, behaupte ich, ne, dafür, dass man Unterstellmöglichkeiten noch dabei hat, Schlaf die Möglichkeit hat, den Kleiderschrank zu benutzen. Und bei den Schweinegeschichten ist man bei 75.000. Ne? Das ist dann für den kleinen Schweinestall auch mit Scheunen und Unterstellmöglichkeiten auch mehr als okay. Ne? Also braucht man nicht, kann man nicht groß motzen. Da gehen zwar erheblich mehr Schweine rein, selbst in dem Teil, aber man muss hier das Gebäude und auch die Unterstellmöglichkeiten mitrechnen. Ne? So, dann marschieren wir hier einmal durch und kommen zur Weihnachtsdekoration. Und zwar eine Weihnachtsdekoration, wo es nicht mal hell für machen muss, weil wir können ja einfach rangehen. Und ihr seht hier, ne, seht ihr nicht da. Wir können das Ganze an- und ausschalten, wenn wir wollen. So simpel ist es. Wir sehen hier schön einmal so die baumähnliche Struktur, so ein Kegel mit einem Stern oben drauf. Den haben wir hier in Weiß, den haben wir in so einem Orangeton, in Grün, in Lila und in einem Pinkton. Ne? Das ist also schon mal eine ganz schöne Geschichte. Finde ich, sieht auch gut aus. Macht sich bestimmt auch, wenn man so ein bisschen mit Schnee spielt und sowas. Dann ne, kann man schön die Dekosachen hinstellen, wenn man es möchte. Also sehr auffällig und sehr schön gemacht, muss man sagen. Auch von den Lichtgeschichten her, wenn man dichter rangeht, das sieht schon ordentlich aus. Ne?
Das Ganze haben wir auch in kleiner, genau. Wir haben nämlich noch Renntiere, da seht ihr es selber. Ne? Auch die hier sind an- und auszuschalten, wenn man an die richtige Stelle geht. Da seht ihr schon kleine Renntiere, die sieht man dann auch hier in weiß oder in grün oder in lila oder in pink vor sich hin leuchten. Ne? Und wir dachten, ja, aber Moment, da fehlt doch noch genau der Schlitten. Und da haben wir auch den passenden Schlitten dazu. Auch den gibt es hier in verschiedenen Farben, nämlich in weiß, rot, in dem Fall hier auch grün und lila und pink. Also sehr schöne Geschichte, ne? Kann ich anders sagen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Also kann man, ne? Das ist halt einfach mal so. So, ich stelle den hier einfach mal so mittig hin, mache das hier mal aus und dann gehe ich mal in dieses Baumenü. Dann gehen wir unter Dekoration, unter Sonstiges, scrollen ein bisschen, dann sehen wir selber. Also diese Lichtsäulen hier, die Kegel, da müsste ich 1000 für auf den Tisch legen. Die Rentiere sind bei 300 und der Schlitten ist bei 500. Das ist schon der ganze Trick. So einfach sieht das Ganze dann aus und dann habt ihr halt ne, hier so einen bunten Ringel rein vor euch sozusagen. Ne? Also, sehr schöne Geschichte, sehr schön gemacht und ja, wer möchte, warum nicht, ne? Ja, und damit war es das für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Und macht das passende Glöckchen an, dann könnt ihr euch immer informieren lassen, wenn dein nächstes Video erscheint oder wenn mal ein besonderes Video erscheint. Zwischendurch gibt es ja auch mal ein paar Specials. Dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.